Moin, ja, ich bin's, euer Elektroboy. Ja, es gibt jetzt mal so ein besonderes Special-Video für den besonderen Tag. Ihr hört schon im Hintergrund, der Soundtrack von Guardians of the Galaxy Volume 1 oder 0, Volume 0, ja, es gibt halt kein Volume 0, halt vom ersten Film. Denn heute ist der 27.04.2017 und heute kam, es gab schon eine Vorpremiere an einigen Kinos, aber heute ist offizieller Start der Guardians of Galaxy Volume 2. Genau, und da gibt es von mir mal hier für euch ein kleines Special-Video, mal wieder von meinem hier. Ja, genau. Das ist Scarlett Johansson. Ja, genau. Ja, das ist er. Ja, das Video kommt auch irgendwann, damit ihr mal genau seht, auch wenn er leuchtet. Ja, im Hintergrund seht ihr, hier, genau, seht ihr hier. Das ist, ich habe mir ein bisschen mal meine Marvel-Ecke ein bisschen mal vordermal gebracht, Poster rausgekramt, die ich mal ewig lange liegen hatte und die ich eigentlich nicht mehr dran gemacht. Ja, genau. Nee, ich wollte euch mal noch ein kleines Video machen, so zum besonderen Tag heute. Und nochmal so ein bisschen kleine Marvel-Historie von mir geben, wieso, das weshalb, warum und so alles. Naja, auf jeden Fall seht ihr mal hier, ja, ich bin der absolute X-Men-Fan. Also X-Men ist absolut mein Ding, also ich bin nicht so hier, wisst ihr, hier, so Spider-Man-Fan ist nicht so, ist Spider-Man ist nicht mein Ding, also es ist cool, aber von der Figur, von der Lieblingsfigur ist halt X-Men das Geilste, also für mich persönlich. Naja, auf jeden Fall, und da seht ihr hier, das ist Wolverine und das ist Cable, genau, das ist Cable. Das ist Cable, der wird halt der Gegenspieler von Deadpool. Er war Deadpools bester Freund, erstmal waren die Feinde. Und dann sind sie, ja, das ist Galactus, den habt ihr mal bei Fantastic Four in dem zweiten Rise of the Silver Surfer gesehen. Da war es halt bloß eine Wolke, aber so sieht er richtig aus. Ja, Iron Man, der Hulk, Captain America, Bucky als Frau, das ist halt Alternatives. Ja, das Thor mit Helm, Fantastic Four, Reed Richards, die Fackel, Susan Storm, Vision, genau, Wasp, genau, das ist das. Das Ding, genau, ja, vielleicht Fantastic Four irgendwann mal. Ja, wie gesagt, es ist halt, das ist meine kleine Marvel-Ecke. Die ist noch weiter in Arbeit, das sind erstmal nur Poster dran. Da wird mal gucken, was ich noch mache. Ja, hier seht ihr meine Filme, was ich so im Moment habe. Das Regal ist irgendwie zu klein, ich muss mir das einfallen lassen, was ich hier noch mache. Genau, hier sind die meine Becher von meinen Filmen. Also, wo ich hebe ich mir ja auch bei Marvel. Ich bin nun mal Marvel-Fan. Ja, was soll ich sagen? Was gibt's sonst? Ja, ein bisschen alles doof. Ich habe das alles nur spontan geplant. Ja, Dr. Strange-T-Shirt. Ja, genau. Nee, und ja, halt, das ist meine kleine Marvel-Ecke. Und nee, was ich sagen wollte, ganz einfach. Also, wie bin ich zu Marvel gekommen? Ganz einfach. Die Marvel, erstmal bin ich gekommen zu. Ich halte mal das hier. Das ist halt. Das hat. Bei mir hat es damit angefangen. Mit, genau mit denen hier. Warte. Das heißt ein bisschen hier. Also hier. Da, genau. Das ist ein Condor-Comic. Genau, das sind meine. Mit der bin ich im Mars mal Marvel in Berührung gekommen. Das ist Auflage von. Lass mal überlegen. Von 84, 96 steht hier. Also in dem Dreh. Ja, damit hat das bei mir angefangen. Da bin ich auch immer auf der Suche noch, dass ich die ganzen alten von früher kriege. Also ich habe schon hier einen ganzen Teil. Also darum gehe ich auch immer zum Nachtflohmarkt. Ja, ab und zu, das habe ich auch beim letzten Mal beim Nachtflohmarkt geholt. Ist auch ein richtig guter Zustand. Die suche ich auf jeden Fall, ja. Also wer von euch einen Tipp hat oder welche loswerden will, hier Condor Comics, Fantastic Four, am liebsten mehr X-Men, wie gesagt, die alten, die suche ich. Und das ist halt, das ist dann halt hier. Captain America, Condor Comic, auch gleich wieder. Und dann halt hier, und das ist hier einer meiner Lieblingssachen, darum seht ihr auch so, ist schon ziemlich runtergekommen, aber das ist halt, das fühlt sich auch wie ein Schatz. Naja, was will man machen, ja, das ist halt, damit bin ich in Berührung gekommen, genau, damit hat das angefangen bei mir. Einfach mal, ich fand das durch Zufall und dann fand ich das total toll, ja, wie gesagt. Ja, dann gibt es ja die Comics, die mehrere neu gibt, hat sich ja mal verändert, meine, das ändert sich ja, das ist immer so, ja. Veränderung ist das einzige Konstante im Leben, ja, genau. Und, aber früher waren die Comics, sahen die so aus. So, genau, das ist ein Repress, also so, das ist, glaube ich, mit sogar das erste, so sah das erste Fantastic Four Comic aus. Ja, Entschuldigung, die Ecke ist ein bisschen knapp. Da, so, ja, so sah das erste Fantastic Four Comic aus, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, das erste mit. Ja, genau. Und dann gibt's dieser Spider-Man war früher auch, sagst du, ist ja hier. Da, siehst du, Repress, also von früher neu gedruckt, aber wie gesagt, so sahen die mal aus. So hat das alles angefangen, aber eigentlich so hier. Ja, Strange Tales, genau. Das ist das halt, die war Marvel Verlag, genau. Das ist das halt, Hulk, Fantastic Four, hier, seht ihr mal. Genau, damit hat das alles. Tales of Suspense, hier, genau, siehst du, Crisis Dynamite, Iron Man. Geile Sache. Ja, wie gesagt, das waren die ersten Comics. Und da seht ihr zum Beispiel hier, das ist ein Spezialschuber, den habe ich mir mal geholt. Von Spider-Man Jahrgang 62 bis 63. Wahnsinn, oder? Da sehen die halt die Comics, dann. Ja, genau. Siehst du, Strange Tales. Siehst du? Da mal, genau. Das ist halt so die richtig alt, richtig
Das ist was, die Gold, die silberne? Ich glaube, das ist die silberne Zeit. Die silberne Zeit ist das, ja, genau. Silberne Zeit. Ja, wie ihr sagt, das ist halt, somit bin ich halt mit Marvel in Berührung gekommen. Oh, warte mal, ich mache mich hier ein bisschen. Energy, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen, wie ich da gelandet bin. Und wie ihr sagt, Marvel ist immer meine Welt. Ja, und heute ist halt Guardians of the Galaxy 2. Da, ich hatte es immer mal vor, ich gucke mir viele Filme im Kino ja mehrmals an, vor allem die, ja, also die Marvel-Filme sowieso, also mein größtes Highlight war, glaube ich, X-Men Zukunft Vergangenheit, die habe ich 6-mal gesehen. Ja, 6-mal, ja, Wahnsinn, ja. Ja, ist mir nur mal wert, weil, wann siehst du diesen Film nochmal im Kino? Auf so einer großen, oder nochmal auf einer großen Leinwand? Zu Hause ist cool, aber Kino ersetzt halt nichts, ja. Filme werden fürs Kino gemacht, wie ich auch immer sage. Ja, also ist halt darum, ja. Und ich hatte es mal vor, mal wirklich mal einen Film komplett einen ganzen Tag im Kino zu bleiben. Und heute ergibt sich das halt mal so, dass ich halt Guardians of the Galaxy 2 zweimal sehe. Ich gehe einmal um 4:30 und dann bin ich am gleich und dann bin ich heute nochmal um 20:15 drin. Ja, manche sagen, man müsste so bekloppt machen. Nee, das ist meine Leidenschaft. Ist einfach so. Und da bin ich immer gespannt und ja, wie das wird. Also ich habe noch keine Kritiken gelesen, ich habe noch, war nicht bei Rotten Tomatoes drauf, ich habe nichts gehört. Ich habe keine Easter Eggs, ich habe keine YouTube-Videos gesehen. Also kann ich nur sagen, ich lasse mich überraschen, ich gehe ganz unhoffentlich, ich habe gute Hoffnung. Da werde ich eigentlich nicht enttäuscht, ja. Und darum, lassen wir mal ran. Aber jetzt kommt noch was Besonderes. Das habe ich mir jetzt auf Video, ich habe es noch nicht angeguckt. Ich habe ja dieses Fable, wenn ich ins Kino gehe, dann habe ich meistens das passende T-Shirt zu dem Film an. Ja, also hier bei Dr. Strange hatte ich mir das geholt, dieses Oldschool. Es gibt ja viele T-Shirts, die werden die extra für die Filme gemacht. Halt mit dem vom bei Guardians of Galaxy 2 ist es halt mit Baby Groot. Das ist halt das Highlight, ja. Aber warum habe ich mir das nicht geholt? Nee, und da habe ich mir für heute zwei T-Shirts bestellt. Ich konnte mir nicht entscheiden, welches. Da konnte ich nicht. Also ich sage, weißt du, scheiß drauf. Bestellst du beide. Ja, und das will ich euch jetzt zeigen. Ich habe sie selber noch nicht live in echt gesehen. Also darum packe ich die jetzt aus und ihr seid mit dabei. Also wenn ihr das hier seht. Ich habe sie vorher noch nicht gesehen. Die liegen jetzt hier, genau. Und jetzt, darum habe ich auch hier die Bügel. Da zeige ich, siehst du, seht ihr ja, da die Bügel. Da ist ein bisschen doof. Ich mache das zum ersten Mal. Oder zum zweiten Mal, weil bei dem Aftermovie von da, genau da. Seht ihr, da ist ein Bügel und da ist ein Bügel und da ist ein Bügel. Ja, genau. Und da kommen die T-Shirts drauf. Wie gesagt, die packe ich jetzt aus. Ja, also. Nehmt mal ein bisschen, ja, das Scarlett Johansson, genau. Da muss ich jetzt mal sehen, wie ich das jetzt mit einer Hand mache. Genau, aber ich denke mal, das kriegen wir hin, ja, auf jeden Fall. Das ist halt jetzt der Faktor und jetzt geht's auf und ja, ein bisschen Werbung für EMP. Von EMP sind die T-Shirts richtig günstig, ey, die liefern auch echt schnell, ey, da kannst du echt nicht meckern. Das sind immer Europas größter Rock und Metal Online-Shop, aber wie gesagt, ja, EMP, genau, aber halt, ist halt nicht mehr, ja, und genau. Und hier, da ist es, da sind sie, was gibt es hier schon wieder? Oh, 10 € Gutschein, geil. Ja, kann man immer gebrauchen, wa? Ha, beim nächsten T-Shirt kostet das halt 10 €, ja, genau. Und hier sind sie, genau, da sind sie. Das sind sie. Guardians of Galaxy Volume 2 T-Shirts. Ha! Genau, 2 Stück. Genau, da seht ihr. Das ist das. Ja, es geht ja nur, ihr wisst ja selber. Das ist halt bei dem Mixen oder bei der Guardians immer viel mit der Musik. Und ja, das war ja nun mal das Highlight. Ja. Und da habe ich mir da, da die meisten ja das Baby Groot T-Shirt am haben wollen oder dieses offizielle oder diese typische Guardians komplett. Da ist es. Genau. Geil, oder? Ich wollte mal endlich mal weg vom Schwarz. Weil immer nur schwarze T-Shirts ist auch doof. Ja, genau, seht ihr? Da ist es. Und was sagt er? Ich bin begeistert. Geile Farbe. Ja, Guardians of Galaxy Volume 2. Guardians of Galaxy F-Song Mix Volume 2. Genau, das ist es. Da. Warte. Ich höre mal jetzt den Bügel. Versuche ich jetzt irgendwie mal hier den Bügel reinzukriegen. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Wenn nicht, muss ich mal sehen. Ich will mal das Handy so hier hin. Und genau. Ja, hoffe es gefällt euch. Genau. So, da ist es. Da ist es. Das ist Guardians of Galaxy. Erster Max Volume 2 T-Shirt. Ha! Cool. Ich bin begeistert. Sieht richtig geil aus. Schön und richtig alt gemacht.
Hervorragend, ja, genau. Das kommt jetzt dahin. Dahin. Genau, seht ihr? Da, genau, da hängt es. Top, hervorragend, ja. Und jetzt kommt das. Ja, schnelle Kameraführung, ich weiß. Jetzt kommt das eigentliche, was ich richtig geil finde. Das hat irgendwie was. Ja, und ich habe ja so einen leichten Faible auch für Grau. Ja, jetzt kommt er vielleicht, ja, in der Matrix ist auch alles grau. Ja, genau. Genau, ja, Tobi, ich kann dich auch, ich mach dich auch. Ja, genau, und da ist es. Das fand ich total geil. Das hat irgendwas, ja, oder? Ey, ich finde das total echt. Das hat irgendwie richtig geil. Ja, das ist das Guardians of the Galaxy Symbol. Mit, da steht Star-Lord drauf. Groot, Gamora. Und Drax und Rocket Raccoon, naja. Jedenfalls, das ist es. Und da machen wir natürlich jetzt auch noch einen Bügel. Ja. Na, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt gleich mache. Ja, und sonst. Es gab eine kleine Unterbrechung, habe ich mit ihm mitgekriegt. Ja. Und ja. Und dann und ja. Und da seht ihr nochmal beide T-Shirts. Also, Guardians of the Galaxy in Grau. Hä? Genial. Und hier das Guardians of Galaxy Volume 2. Ja. Richtig cool. Ich bin schwer begeistert. Ja, auf jeden Fall. Und preismäßig die Leistung. 19 Euro für eins. Kann ich mitleben. Ja. Ist einfach so. Ja. Das ist halt so. Das, was ich euch so mal erzählen wollte. Wie gesagt, heute ist für mich Guardians of Galaxy Tag. Und ich gehe nachher noch zum Training. Jetzt haben wir es gleich 13 Uhr. Und vom Training aus direkt ins Kino und dann wird das ein langer Tag im Kino. Also hier noch Energy mitnehmen, weil hier schlafen ist doch nicht so wirklich viel. Ich konnte einfach nicht und auf jeden Fall gibt es heute Abend noch eine Kritik hier auf meinem Kanal. Ich denke mal auf jeden Fall, da bleibe ich spoilerfrei. Ich möchte ja vielen die Überraschung nicht verderben. Und darum bin ich da, ich meine... Ist ja auch so, ich will ja auch nichts wissen. Ist einfach so. Ich habe mir auch nur den, wie gesagt, den zweiten Trailer angeguckt. Mehr wollte ich auch nicht und den Rest muss ich nicht haben. Einfach, ja? Das ist das. Naja. Würde ich mal sagen, das war es erstmal so von mir hier auf der Stelle. Also ich bin schon voll im galaktischen Fieber. Ich kann es kaum erwarten. Ja! Genau, und sonst hoffe ich, ihr geht auch alle rein und schaut gleich Guardians of Galaxy Volume 2 an. Genau, ja, dieses Jahr im Sommer kommt Spider-Man Homecoming und im Oktober oder November, ich weiß nicht genau, ich glaube Oktober, also Ende des Oktober war das, halt Thor Ragnarök, ja, Thor 3. Genau, und für nächstes Jahr gibt es schon Daten, das wird richtig, nächstes Jahr wird richtig Overkill und da heißt es dann, bis jetzt datiert sind Black Panther, also vom Marvel MCU Black Panther, Avengers, Infinity War und Ant-Man vs. Wasp. Vox hat datiert fürs Frühjahr New Mutants. Für den Sommer kommt Deadpool 2. Ja, da wartet ja bestimmt die meisten drauf. Und dann im Oktober, November kommt X-Men Dark Phoenix. Also der Nachfolgefilm zu X-Men Apocalypse. Und die Dark Phoenix-Saga wurde ja schon beim X-Men Der letzte Widerstand. Also von der ersten Trilogie. Der dritte Teil von der ersten Trilogie schon mal gemacht, aber war halt für die Fans alles total no way, no go. Mein Handschuh liegt hier auch irgendwo. Da würde ich jetzt machen, gefällt mir nicht. Ja, ja, keine Ahnung, wo der liegt. Und darum wird das nochmal neu machen. Bin ich echt begeistert. Simon Kinberg schreibt das Drehbuch und ja, so halt der Kevin Feige für die X-Men. Ja, und dann halt kommt noch ein Venom-Solo-Film soll noch kommen und der Cyborg-Film kommt, Cyborg-Film von DC kommt, aber das sind halt so, dann auch Animated Spider-Man-Film mit Miles Morales als Darsteller, als Charakter, kein Peter Parker, sondern Miles Morales, ja, das ist halt, das ist, Aquaman wird noch, genau, also wird ein extremes Jahr nächstes Jahr. Naja, Judy, das habe ich euch eigentlich genug in Ohren voll gelauert, ja? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat. Macht einen Daumen nach unten. Und wenn ich was besser verbessern soll oder so, keine Ahnung, dann schreibt mir unter einen Kommentar. Ich würde mich freuen, ja. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde ihn haben. Ihr seht hier die Kritik.
heute Abend oder spätestens morgen früh. Kommt immer darauf an, was der Schlafrhythmus noch so bieten hat. Naja, auf jeden Fall. Ich grüße meine Leute, ich grüße meine Freunde, meine Lieben in der Matrix, meine Urlauber in Flensburg, die Flensburger und alle anderen, die mich so privat auch kennen und so. Technomäßig ist es am Samstag, geht es halt Richtung Abflug und Altstädt lässt grüßen, nur mal so als Rande. Auf jeden Fall, ich bin euer Elektroboy, ich wünsche euch was, lasst euch gut gehen und ihr seht mich hier wieder. Ja, also und denkt dran. Heute, Guardians of Galaxy 2. Also, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Na dann, erstmal, tschü. Tschü. Yo.